Gut, ihr lieben Makerlein. Wie ihr da hinten sehen könnt, ist mein Voron 2.2 schon so gut wie fertig. Und mit so gut wie meine ich, dass er eigentlich schon fertig ist und eigentlich auch schon Teile drucken kann. Das sieht man hier. Der hat schon richtig schick an sich schon Teile gedruckt. Die werden noch immer besser. Aber es fehlt noch eine Kleinigkeit, damit er wirklich so für mich erstmal abgeschlossen ist. Und da ist bei mir die Rede von diesen Teilen. Jetzt denkt ihr euch so, ja toll, jetzt habe ich hier so ein Teil in der Hand. Ist ja fertig, muss ich nur noch dran montieren? Nee, ist eben nicht. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Drucker und ich erkläre euch einfach mal, was für ein Problem ich habe und wie ich das Ganze lösen werde. So, und wie ihr sehen könnt, hier vorne sind die Schürzen noch nicht montiert. Das ist natürlich jetzt optisch gesehen nicht schön, aber es funktioniert. Man kann den Drucker bedienen, er läuft einfach, ja. Aber ich möchte natürlich gerne die Schürzen dran haben. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist einfach, dass die Schürzen zu breit sind. Warum sind die zu breit? Hat das Voron-Team was falsch gemacht? Nein, haben sie nicht. Ich habe nur entsprechend für mich entschieden, dass ich gerne die Displays vom 2.4er schon drauf haben möchte. Und die Displays vom 2.4er inklusive Case und allem drum und dran sind nun mal ein Stück breiter als das ursprünglich angedachte Display für den Voron 2.2. Das heißt also, eigentlich müssten diese Teile, beziehungsweise das muss auf diese Seite entsprechend, die müssten eigentlich gekürzt werden. Und genau deswegen habe ich mir hier an der Stelle entsprechend kurz vorm Loch entsprechend eine Markierung gemacht. Habe auch dann überlegt, ob ich das Loch einfach versetze, damit es ein bisschen rüber ist und aus dem Weg ist einfach. Und genau das müssen wir jetzt halt entsprechend mal bearbeiten, damit das entsprechend später wieder alles passt und hier rechts und links entsprechend die Schürze drankommt. Und dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Rechner zu Fusion 360 und bearbeiten mal diese Dateien. Als erstes importieren wir uns das Voron 2.2 Projekt erstmal in Fusion 360 rein und blenden erstmal alles aus, was wir nicht brauchen. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist diese eine Frontschürze vorne links. Die nehmen wir uns als Referenz und bearbeiten die. Und später im Slicer können wir die dann auf die andere Seite spiegeln und können sie dann entsprechend auch für die Gegenseite ausdrucken. Als nächstes gehe ich hin und lege mir hier einfach mal eine Referenzlinie an, von der wir dann später aus entsprechend ein Rechteck generieren werden. Das wird dann 9 mm breit sein und entsprechend 56 mm hoch sein, also 5,6 cm ist die Schürze hoch. Und dieses Rechteck extrudieren wir erstmal in den Körper von der Schürze. Damit haben wir dann schon mal die Breite, die wir so später haben wollen für die Schürze. Und da erstellen wir jetzt erstmal noch am Rand ein Rechteck auf einer anderen Ebene, um einfach den Rahmen von dem Objekt, von dem Körper nochmal zu schließen. Und das Zweite, was ich jetzt hier mache, ist, dass ich hingehe und eine weitere Zeichnung quasi erstelle, mit der ich über einen Bogen, der durch den Mittelpunkt definiert wird, entsprechend eine Fläche erstelle, die ich dann später auch so extrudiert bekomme, dass sie entsprechend mit dem übereinstimmt, was das Voron-Team ursprünglich mal entworfen hat. Ihr seht schon, das lehne ich hier so ein bisschen an diese Kurve da an, kriege es nicht ganz hin, weil ich da ein bisschen am Probieren bin, dass das halt übereinstimmt mit dem, was das Voron-Team schon mal entwickelt hat. Ist zwar auf die Entfernung, wird es wahrscheinlich nie einer merken, aber ich bin da ein bisschen pingelig und jetzt ungefähr habe ich es so hinbekommen, wie ich es haben will. Auf der gegenüberliegenden Seite mache ich das Gleiche, lege da erstmal den Rahmen grob an von der Fläche und ziehe jetzt wieder einen Bogen und der wird auch wieder durch den Mittelpunkt definiert. Und dann haben wir später entsprechend drei Flächen. Aber zuerst müssen wir mal gucken, dass wir den Körper, den wir jetzt gerade gekürzt haben, entsprechend mit der Schnittkante auf die Höhe von der Zeichnung bekommen, dass wir die Zeichnung quasi auch passend in das Objekt rein extrudieren können und das Ganze kombinieren können. So, und jetzt... Genau, das wird verbunden und nicht entsprechend ausgeschnitten. Und dadurch haben wir dann, einen zusammenhängenden Körper aus einem Teil. Das sieht hier noch so ein bisschen frickelig aus. Ist es aber in Wirklichkeit nicht. Und jetzt gehe ich noch hin und mache noch eine Faser oben und unten dran, damit wir da noch eine schöne Rundung dran haben. Und ihr seht schon, das ist im Prinzip unsere fertige Schürze. Einen wunderschönen guten Tag. Seit der ersten Aufnahme sind jetzt ein paar Tage vergangen
Heute ist wunderschönes Wetter da draußen, muss man einfach sagen. Ich brauche auch kein künstliches Licht. Die Sonne knallt hier rein, das ist echt hervorragend. Und wie ihr sehen könnt, der Voron steht mittlerweile an seinem angestammten Platz. Der hat auch schon brav seine eigenen Skirts gedruckt. Und zwar nicht nur die zwei vorne, sondern auch einen für an die Seite. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns gleich nochmal an. Und danach gehen wir nochmal rüber an den Rechner und gucken nochmal entsprechend, wie man eine STL-Datei bearbeitet. Weil bis jetzt haben wir nur eine CAD-Datei bearbeitet oder ein CAD-Projekt, besser gesagt. Das kann man natürlich in so ziemlich jedes Programm reinladen und das kann natürlich super einfach bearbeitet werden eigentlich an sich. Da brauchen wir jetzt nicht großartig noch was vorbereiten. Aber ich werde öfters gefragt, wie bearbeitet man denn eine STL-Datei, also eine fertige Datei, wie zum Beispiel eine Datei von dem Würfel oder von der Banshee oder sonst irgendwas in Richtung. Das gucken wir uns auch noch gleich an, aber erst gucken wir uns mal noch an, was denn der Voron mittlerweile an Änderungen für seinen Skirt entsprechend gedruckt hat. Und dann gehen wir mal rüber und dann schauen wir mal. So, und ich stelle euch mal hier hin und dann seht ihr, da sind jetzt mittlerweile die gekürzten Skirts drauf. Das erkennt ihr daran, das ist das Five-Stack-Display in RGB. Und das passt wunderbar rein, das bewegt sich wunderbar. Einzig und allein unten die Bontech-Platte lässt es noch so ein bisschen vorstehen. Das ist jetzt ein kleiner Wermutstropfen, aber auch nicht allzu schlimm. Genau. Und dann sind wir hier. Das ist das, was ich an der Seite gebastelt habe. Da habe ich nämlich hier entsprechend jetzt einen RJ45 habe eingebaut, der auf beiden Seiten zwei Stecker hat und innen drin ist ein Kabel verlegt und außen geht eins hier an die Netzwerksteckdose. Ist also, Fokus hier, so, ist also schon echt eine coole Sache. Ja, ich habe ihn auf die Seite gepackt, ganz einfach, weil ich ihn an der Stelle hier stehen habe und da einfach besser an das Netzwerkkabel dann drankomme, wenn ich ihn mal auf die Werkbank wieder stellen muss. Ist einfach besser. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber an den Rechner gleich und schauen uns mal an, wie wir dann entsprechend noch eine STL-Datei bearbeitet bekommen. Das ist auch kein Hexenwerk, ist eigentlich ganz einfach, aber man muss es halt wissen, wie es geht. Als erstes importieren wir uns eine STL-Datei. Dafür gehen wir auf Einfügen und Netz hinzufügen und suchen uns dann erstmal eine STL-Datei. Und ich möchte jetzt hier entsprechend einen XYZ-Cube mit 20 mm haben. Und deaktiviere jetzt hier entsprechend oben links den Konstruktionsverlauf. Ich sage ihm Konstruktionsverlauf nicht erfassen. Bestätige das mit Weiter. Und dann mache ich einen Rechtsklick auf das Netz und sage Netz zu B-Wrap. Und wie ihr sehen könnt, haben wir da schon quasi jetzt eine bearbeitbare Datei entsprechend, ein Objekt, was wir bearbeiten können. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich gehe hin und lösche einfach mal von dem Z einfach mal alle Flächen, die ich da auswählen kann, die wähle ich jetzt erstmal alle aus und gucke, dass ich hier diese Polygone, diese Oberflächen entsprechend alle anwähle, dass ich da keine verpasse. Da unten ist noch eine, die nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir auf die andere Seite, damit wir einen besseren Blickwinkel haben auf die anderen. Die wählen wir natürlich auch noch aus, die nehmen wir auch noch mit. Und dann lösche ich die einfach und sehe da, der Würfel ist relativ flach auf der Seite jetzt auf einmal. So kann man das quasi mit allen Flächen machen. Ich gehe jetzt mal hier drauf, lösche das und ihr seht auf der Seite, ist es auch schon passiert, automatisiert hat Fusion erkannt, okay, da kann ich Flächen entsprechend reduzieren, die brauche ich gar nicht zum Darstellen. Das ist natürlich schon eine schöne Sache und genauso kann man natürlich auch im Innenraum jetzt hier von den Buchstaben unnötige Flächen halt rausschmeißen und kann dann den Würfel später, wie man lustig ist, bearbeiten. Ja, als wenn man das Objekt so in Fusion 360 gezeichnet hätte. Das ist natürlich eine schöne Sache und das macht dann auch Spaß. Das einzige Problem, was man hat, dass es halt bei so einem einfachen Objekt relativ gut funktioniert. Allerdings, sobald das Objekt dann ein bisschen komplizierter wird oder ein bisschen größer wird und mehr Flächen hat und mehr Polygone hat, ist es dann nicht mehr ganz so einfach. Und um euch zu zeigen, dass das wirklich mit allem funktioniert, gehe ich jetzt einfach mal hin und ziehe hier so einen Kreis drauf und extrudiere einfach mal diesen Kreis durch den Würfel durch und man sieht, der Würfel hat auf einmal ein Loch. Natürlich kann ich dem Würfel auch entsprechend die Ecken abrunden und dafür wähle ich einfach die Kanten aus, die ich abrunden möchte und sage, okay, ich hätte jetzt gern 1 mm Kantenrundung und fertig ist das Ganze. Und damit wisst ihr jetzt, wie ihr eine CAD-Datei und auch eine STL-Datei in Fusion 360 bearbeiten könnt.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makeorama Family beitretet. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!